Leute, da fällt einem nichts mehr ein, außer eins, alter Vater. Seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir und auch mit mir. Komischerweise bin ich heute wieder mit dabei. Im Prinzip habe ich vorgehabt, ein Video im Bereich Rennsport zu machen. Im Prinzip hat jedes Video Kontext Rennsport bei mir, aber es gibt ja auch eine Simulation mittlerweile, die Rennsport heißt. Das sollte es sein, es wird aber Automobilista 2, wie man sicherlich im Videotitel schon sehen konnte. Denn das Update 1, 5, 3, mittlerweile 2, 3, 4, also 2 oder 3 oder 4, I don't know, wämst mich aber sowas von ultimativ weg, dass ich nochmal ein Video jetzt nachschieben muss, weil die Formula Hightech Klasse, einfach der Hammer. Also ich gehe voll drauf ab. Ich suchte das komplett durch. Was ich auch ganz interessant finde und was wir uns noch gar nicht angeguckt haben, ebenfalls klassisch, einer meiner ganz tollen Lieblingsfahrzeuge, BMW M1 Pro Car. Auch das werden wir uns angucken und in dem dritten Rennen, wir machen heute wieder so ein Dreierding, würde ich sagen, und in dem dritten Rennen schauen wir uns aber auch davon abgesehen von alten klassischen Kram doch ganz gerne mal die standardmäßigen GT3s an, wie die jetzt eigentlich so nach dem ganzen Update-Gedöns so wegkommen und wie sie bei mir dann jetzt in der Gunst stehen. All das werden wir heute in einem hoffentlich doch recht kurzen Video mit diesen drei angesprochenen Sachen sehen, meine Leute. Ich wünsche euch viel Spaß, ich mir auch, und dann legen wir direkt los. Und für das erste Rennen, Leute, habe ich mir Real Life natürlich den großen Preis von Belgien ausgesucht. Es gibt die 93er Autos, es gibt die 93er Strecke von Spa-Francorchamps. Wir haben ziemlich viele 90er, 88er, 91er, 93er Strecken hier in Automobilista 2. Also alle, die Formel 1 Enthusiasten sind, gerade im klassischen Bereich, das ist eure Sim, Leute, ihr fliegt weg. Also, wie gesagt, wir sind am 29. August 1993, Zeit und etc. ist eingestellt. Opponents habe ich mich diesmal, es ist komplett alles Otze-like, Leute, ne? Bitte lacht nicht, oder so, also bitte lacht, klar, logischerweise, aber jetzt nicht fies und gehässig, sondern einfach nur Otze. Apropos Otze, Leute, knallt mir direkt bei dieser Situation gerade mal ein Otze. Hashtag Otze in die Kommentare mit eurem Like und dem Kommentieren unterstützt ihr mich natürlich. Also, Achtung, wir otzen mit folgenden Gegner-Settings völlig unvorbereitet in Sparreihen, und zwar so hier. Also 110 habe ich zuerst drin gehabt, habe ich mich aber nicht getraut, weil ich kann mich erinnern, 110 war schon grenzwertig, also selbst wenn ich schon ein bisschen vorher gefahren bin, war 110 too much für den kleinen Knut. Deswegen haben wir hier 105. Wir starten im Weltmeisterfahrzeug von Alain Prost im wunderbaren, ja, Williams Renault. Und der Kollege Alain Prost hat in Belgien die Pole Position gefahren, er hat die schnellste Runde gefahren, er ist dementsprechend auch vom ersten Platz gestartet. Was aber passiert ist, er ist noch Dritter geworden. Er ist zwar aufs Podium gefahren, aber Erster ist geworden der Kollege Damon Hill, ebenfalls auf einer Williams, gefolgt vom Holy Michael Schumacher. And the third place goes to Alain Prost oder auch zu Knut in diesem Falle. Hoffentlich kann ich das so ein bisschen rekonstruieren, hier dieses Rennen aus 93, denn sobald die KI-Stärke nicht ganz so matcht und ich abfliege, war es das. Schönen Nachmittag noch. Wir machen das natürlich in einem ganz kurzen 5-Runden-Rennen. Wir wollen uns noch zwei weitere Geschichten ansehen. Wir haben es ja schon im Vorfeld geklärt. Und dann würde ich sagen, ganz viel Aufregung, ganz viel Gelaberer. Ich bin wieder so happy, dass ich dieses kleine, geile Fanatec-Lenkrad habe. Wirklich ein Ableger von diesen kleinen Formel-1-Lenkrädern von früher ist. Ich drehe durch. So, pass auf. Langes Gefasel, wenig Sinn, wir legen los, 93er Spa hier im Williams Renault, let's go. Und das reibt sich sogar. Okay, let's go, Leute. Go. Oh. Jetzt hat mir die Launch Control aber echt so den... Oh, hier muss ich dran denken, dass ich hier sehr weit rausfahren kann. Ich deaktiviere mal den Autoabshift. Gehen durch die Eau Rouge noch ohne dieses DRS. Also für alle, die jetzt DRS mit diesem Klappflügel verwechseln, das ist es natürlich nicht. Razer hat sich das natürlich hier entsprechend
synergetisch genutzt. DRS-Funktion war ohnehin für moderne Formel-1-Fahrzeuge da und deswegen hat man dieses hydraulische Fahrwerk, was ja 92 Williams initial brachte, diese Active Suspension hier als DRS deklariert, um es eben hier mit in die Funktion mit reinzubringen. Das hat aber, wie gesagt, nichts mit dem Klappflügel zu tun und es gab auch kein offizielles DRS mit diesem Begriff 93, also nicht falsch verstehen, ja? Währenddessen es tatsächlich diese Active Suspension gab, 93 dann für alle Fahrzeuge und 94 wurde der ganze Zauber dann wieder verboten, habe ich alles gelernt in euren Kommentaren, meine Lieben, und dafür bin ich euch sehr dankbar. Aber ich muss die Schnauze halten, weil ich habe nur 5 Runden und 105 KI-Stärke ist offensichtlich ziemlich arg, so ganz ohne Üben. Gehen mal runter mit der Traction Control. So, wo sind denn hier die anderen? Ach, der ist direkt hier im ach so, der hat wahrscheinlich DRS offen und ich nicht. Hier, mein Kumpel oder Kollege. Kumpel, nee, Kollege. Muss mal gucken, wo hier der Bremspunkt ist. Ui, hä? Vielleicht mal DRS aufmachen. Scheint auch ein Ferrari von Michael Schumacher zu sein. So, jetzt mache ich mal hier runterwärts DRS auf. Kurz vor Rouge mache ich es zu. Werde nicht abknallen. Oh! Und wieder auf. Und Ricardo Patrese, der ja mein... Nee, ist das Ricardo Patrese? Nee, es ist Damon Hill mit der Null. Das ist Damon Hill. Kommt nicht an mir vorbei hier im Windschatten. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Flügel runtergeschraubt und das merke ich hier in den... in der Doppelkurve. Aber da mache ich einfach die Linie zu und blockiere meinen Teamkollegen. So kenne ich mich. Alter, es ist einfach nur unfassbar geil. 93er Strecke. Achso, ich habe immer noch DRS an. Ja, schönen Tag noch. 93er Strecke, 93er Autos, 93er Lackierung. Wahnsinnig geiles Force Feedback. Wahnsinnig geile Fahrphysik. Soweit ich das beurteilen kann, alles das, was hier ankommt, ist nachvollziehbar und macht einen unglaublichen Bock. Und was erschwerend mit dazukommt, ist natürlich der Sound, Leute. Ihr wisst, wie ich immer, wie wichtig mir Sound ist und dass ich tatsächlich auch in gewissen Fällen AC, also in ausgesprochen Assetto Corsa, Autovista 2 vorgezogen habe, weil einfach Content mit besserem Sound da drin war. Ja, das hat sich jetzt erledigt hier mit Formel 1, denn besser geht's nicht, Leute. Hier bin ich sowas von schneckelangsam. Ah, der drückt wie Hölle, ne? Der Teufel. Ich glaube, ich kann schon Rouge auch mit dem Ding hier durchknattern, mit der es. Der es, mit der es. Boah, ich hab's schon wieder offen, ne? Das war knapp. Hä? Oh! Ist aber trotzdem hier kein Vorbeikommen an Allah Knut. Ich weiß, dass der Benetton auch die Funktion hat, nur musst du die DRS-Taste für die Nutzung der Funktion auch entsprechend gedrückt halten. Und sobald du sie loslässt, ist die Funktion erloschen, deaktiviert. Das wäre jetzt für den vergesslichen Knut natürlich besser in dem Falle. Oh. Und wieder aufgemacht. Und er ist immer noch hinter mir. Alles eine Frage.
Alter, Alter, Alter. Hier sollte ich vielleicht einfach ein bisschen früher anfangen zu bremsen. Ja, ich hab's gemerkt. Damon! Wow, Alter. Ich gehe komplett jetzt mit dem Ding hier durch. Aber der ist so viel schneller, ne? Der Drecksack. Hohoho. Muss sich der kleine Knut so ein ganz kleines bisschen anstrengen. Strecken, könnte man auch sagen. Wir machen wieder ein bisschen DRS auf. Bin mal gespannt, ob wir die Geschichte umschreiben können, Leute. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, knallt mir ein Hashtag Otz in die Kommentare. Wenn ich hier schon die Hosen runterlasse für euch und komplett Otze gehe. Ein siebten Gang würde dem Auto sehr gut tun. Oder vielleicht einfach ein bisschen Getriebesetup. Letzte Runde. Ruhig halten. Ich muss nicht lupfen. Lupfen bedeutet, Damon klopft an. Knut. Scheiße. Hör auf. Geh weg. Hau ab. Ja, er hat wahrscheinlich Frank gerade gefunkt. Quasi beide, ja. Also. Oh, Alter. Ich freue mich schon auf den M1, der ist nicht ganz so anstrengend. Hoffe ich doch. Muss ich mir jetzt gerade nochmal überlegen, was wir da für eine schöne Paarung fahren. Aber das ist hier schon mal ein absolutes Träumchen, Leute. Also 93er Paarungen, gibt ja noch Interlagos 93. Und dann gibt es diese ganzen 91er Strecken. Und wer keine 91er oder 93er Strecke findet, der kann sich eine 88er nehmen. Und ich... Diese Autos, also selbst... Da ist kein Auto dabei, was sich irgendwie scheiße fährt, was scheiße klingt, was scheiße aussieht. Das ist durch die Bank einfach nur unfassbar geil. Mach DRS auf, Knut, halt's Maul. Und konzentriere dich immer ein bisschen, ja? Alles nur Spaß, Leute. Wir bedienen nochmal die Kampflinie hier. Machen ein letztes Mal DRS auf. Und siegen vor unseren Teamkollegen. Das war richtig gut, Leute. Das war echt richtig gut. Fürs nächste Mal, wenn ich in so ein Otze-Rennen reingehe, so zwischen 5 und 10 Runden, werde ich mir mal merken, dass ich den Reifenverschleiß ein bisschen erhöhe. Weiß nicht, was die Stufen sind, aber vierfach könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen interessanter wird. Also, dass man zumindest mal so, weiß ich nicht, bis zur Hälfte kommt. Alter, geil. Wir springen ins nächste Rennen. Wie versprochen. Mit dem Bimmer M1 Procar. Und das zweite Rennen, wie versprochen, natürlich im BMW M1 Procar. Hier mit Konrad Motorsport mit der Nummer 88 auf Spielberg Historic 1977 unterwegs. Ich denke, das passt auch so ziemlich von der zeitlichen Zusammensetzung. Streckenvariante 77. Das Fahrzeug ist, glaube ich,
78 erstmals in Rennbetrieb gegangen bis 81. Berichtigt mich, korrigiert mich, helft mir, unterstützt mich, knallt es mir in die Kommentare. Und wenn es nicht wisst, schreibt einen Hashtag Otze rein. Das an der Stelle. Wir knallen hier natürlich wieder, wie gerade erwähnt, otzemäßig los. Keine Practice, keine Qualifikation. Und ich habe vorher auch tatsächlich nicht geübt. Und ich habe nach dem großen Update auch noch nicht einmal, also Asche auf mein Haupt natürlich, den BMW M1 Pro Car, eins meiner totalen Lieblingsautos, getestet. Das machen wir im Rahmen dieses dreiründigen Rennens auf Spielberg Classic. Let's go, bo, 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 oh, oh, oh. Und los geht's von P14, von 27. Let's go. Ganz schön hin und her geeiert, aber es ging noch. So, gleich mal ein paar Plätze gut machen hier. Wir fahren die Kurve außen an, tätig sagen. Lassen wir uns hier mal so ein bisschen reinfallen. Lafitte. Still there. Clear right. Oh, Alter. Great start. Well done. Wir machen mal das Licht an, damit wir uns besser erkennen. In der TV-Kamera, ja. Ich wollte eigentlich hier so, naja, komm, rechts vorbeischlenzen, ihr wisst es, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Aber ich sag mal so, ne? Ich weiß schon, warum das mein Lieblingsauto ist. Ich sag's euch. BMW M1 Pro Car. Saugeil. Aber eins ist natürlich otzemäßig 105er KI, das... Wenn ich hier überhaupt in den Top 10 rumeiere, dann ist das eine absolute Glückssache. Oh, wie man hier einfach mal alles merkt. Junge, bleib drüben, ich bin neben dir. Car left. Nee. Clear left. Nee. Left, sir, clear left. You're out of track. Was ist denn mit meinen Reifen los hier? Junge, nee, du. Car left. Ja, aber... unauffälliger kann ich doch gar nicht joinen. Rejoinen. On track, rejoinen. So, na schön. Also herzlich willkommen auf P21. Wir wollten mal gucken, wie es hinten so aussieht. Könnte man jetzt auch wieder, ne? Aber gut. Gucken, wie es hinten so aussieht. Ne, hat ja einen Heckmotor, ne? Ne? Doch. Heckmotor, Mittelmotor? Keine Ahnung, Jungs. Behelligt mich bitte in den Kommentaren. Oh, hier können wir uns aber schön reinfallen lassen. Da sage ich auch einfach mal ganz spontan reingefallen. Sag mal, was hat der denn für Reifen drauf? Das ist ja hier... Das ist ja schlimmer wie die Schlittschuhe aus der guten alten DDR. Und das ist ja schon die vorletzte Runde. Kann ich hier draußen lang? Ihr seid mir hier ein bisschen zu langsam, muss ich mal so sagen. Trotz 105er KI. Währenddessen die in dieser Kurve hier unten, bevor es dann wieder rechts geht, irgendwie gefühlt viel zu schnell für mich sind. Also da kann ich nicht mithalten. Wo sind wir? P17. Also Ziel ist es natürlich, mal mindestens wieder auf die 14 zurückzukommen, auf der wir gestartet sind. Komm, hier schön raus. Links, links. Ach so, wir sind ja noch gar nicht hier. So, das war die Stelle, wo ich vorhin rausgeschlittert bin. Da haben wir jetzt ja einen Prellbock nebendran. War jetzt gar nicht so verkehrt. Aber das lässt sich trotzdem exorbitant geilst fahren. Also vom Sound angefangen, über die Grafik müssen wir jetzt gar nicht reden. Super, super geil. Sind wir auf 14 schon, ne? Schön, da können wir jetzt wieder so tun, als ob das Rennen gestartet ist gerade. Der Mann in front ist Fabio. Car left.
left. He's still there. Clear left. Kommst du nicht hier vorbeigequetscht, ne? Aber ist ja auch richtig so. Aber die KI, top. Also man muss es wirklich nochmal hervorheben, ne? Richtig, ja, wie würde man sagen, closes Racing, ja, ist hier möglich. Fahren hier sehr unterschiedlich. Und nicht an einer Perlenkette, an einer Schnur sozusagen. Kriege ich noch zwei vorm Ziel? Oder fliege ich jetzt hier die nächste links ab? Das ist ja meine Lieblingskurve. Da wird er aber schön leicht hier, du meine Fransen. Ja, wie gesagt, das Lenkrad ist jetzt von der Größe her nicht besonders authentisch. Ist ja wie gesagt noch vom Formel 1 Fahren drauf. Diese Kurve ist wirklich absolut zum Unterschätzen geeignet. Also wenn man den Kurs jetzt nicht gerade auswendig kennt. Aber zwei wären nochmal wirklich, wirklich cool. Oder einer wenigstens als Bonus, Texaco. Nee, noch einen kriege ich nicht, aber... tough. Also Otze-mäßig ohne Vorbereitung, 105 mit Kupplung, Handschaltung und completely ungeübt, ja. Also das ist ja das Prinzip von Otze. Wer es nicht kennt, Leute, Bürger bremst gerade, Bürger Lars Dietrich bremst gerade richtig stark. Wer es nicht kennt, Otze, O-T-S-E, ohne Training, stets empor. Also es hat nichts mit irgendeinem, ne? Hier, ihr wisst schon, zu tun oder so, ne? Also einfach Otze, ohne Training stets empor. Das Ziel ist, so wenig Zeit wie möglich ins Üben, ins Trainieren zu investieren und im Rennen maximal erfolgreich vom Platz, vom Grid, vom Pitch zu gehen, meine Lieben. So, zweites Rennen abgeschlossen. Tough, muss ich sagen. Tough, aber was mir am geilsten gefallen hat, komm, Fahrphysik, Force Feedback, muss ich nicht jedes Rennen hervorheben. Mega. Aber hier tatsächlich KI-Leistung. Also die KI von der Stärke und so von dem, wie sie fährt, super. Finde ich richtig... beruhig dich, Knut. Finde ich geil. Finde ich super. Und wir zwirbeln ins dritte Rennen. Und da hatte ich ja gesagt, da machen wir was Modernes. Nämlich die ganz standardmäßigen GT3. Die Reiser-werksmäßigen GT3s. Also keine Mods oder sowas. Und dann schauen wir mal, ob man nicht vielleicht, sage ich mal, eine Nordschleifenrunde so hinlegen. Rennen 3 im GT3. Und wir haben hier das McLaren-Wheel natürlich. Und deswegen fahren wir auch den McLaren. Ich habe ja geschaut, dass wir heute mal keine Mods fahren. Also explizit auf den tatsächlich nativen Content mal einen Blick werfen. Und wie denn die GT3 vom neuen Update auch im Bereich Force Feedback sowie der Fahrphysik himself profitiert oder eben nicht. Bei mir steht der Spaß im Vordergrund. Ihr wisst es. Nichtsdestotrotz sollten sich die Fahrzeuge schon nachvollziehbar und gut anfühlen. Und wir schauen einfach mal, ob sich da im Bereich GT3 nicht auch nochmal explizit was verbessert hat. Also wir legen los und sind mal gespannt, ob wir mal das Licht anmachen. Go, go, go. Wer hat denn die Traktionskontrolle so weit hochgerissen hier? Frechdechse. Oh, ich hab's ein bisschen vermisst hier, so dieses ganze GT3 24-Stunden-Feeling in einer Runde. Das war ziemlich gesittet, gerade ging's hier durch die Kurve. Oh, da kam... Uiuiuiui, da kam jemand schräg. War das der AMG? Was ist der AMG? Sag mal, seit wann haben die eigentlich von den ganz normalen Fahrzeugen auch diese HUDs hier durchschaltbar gemacht? Also die LCD-Displays im Kombi-Instrument. Guck mal. Klack, klack, klack. Voll funktionsfähig. Ich drehe hohl.
Wer ist das hier? Benz. Dive Bomb. Chaka. Also, kennt ihr das? Ihr setzt euch irgendwie so ganz ungeübt und einfach nichts probiert vorher in ein Auto und kommt direkt gut klar. Ging mir sehr häufig früher bei R-Factor 2 so, geht mir exakt jetzt bei AMS 2 so. Und ich bin, boah, das ist richtig, er sieht ja auch dazu noch geil aus, ne? Also, klar, Nordschleife ist man schon das ein oder andere Mal gefahren. Sicherlich auch ein GT3, sicherlich auch das Fahrzeug. Oh, schöne Lackierung hier vor mir. Also hier ist alles Stock, ne? Also keine Custom Liveries oder sonst was nach dem Update. Alles sehr clean. Muss ich mich noch drum kümmern, dass wir die ganzen Lackierungen hier wieder reinkriegen. Also astrein. Astreines Force Feedback auch hier. Merkst du schön, was das Fahrzeug machen möchte. Hier fliege ich sonst eigentlich immer ab hier, wie der Kollege vor mir wahrscheinlich. Kann man hier eigentlich? Den habe ich jetzt weit geschickt, kann das sein? Komm, ich dive mich mal hier rein. Ist ja Startphase, kann man noch machen. So, ein Blick nach hinten sagt, hast du fein gemacht? GT3 Nordschleife in so einer geilen Simulation ist eigentlich ein No-Brainer, würde Toto Wolf jetzt sagen. Also ist einfach, geht immer. Einfach Feierabend machen, reinsetzen, losfahren, Spaß haben. Also, das, verstehst du? Nicht hier irgendwie, es muss üben. Also, nein. Alter, otz dich ins Cockpit. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, einmal Hashtag Otze in die Kommentare. Gerne auch mehr, falls ihr irgendwas habt, was ihr mir mitteilen möchtet. Platz 7 haben wir jetzt errungen. Er röchelt, er zwirbelt. Und der 27 ist vor mir, jagt hier den guten alten Godzilla die Fuchsröhre runter. Wir setzen uns hier mal daneben und ja, ist schon assi, was ich hier mache, ne? Aber ist so. Ist halt so. Ich finde tatsächlich, was mir jetzt in allen Rennen schon aufgefallen ist, dass, ja, ich habe zwar einen sehr guten Rechner, möchte ich meinen. Ich finde trotzdem, dass die Performance irgendwie nochmal wirklich einen Sprung nach vorne gemacht hat, gerade bei so nicht ganz klaren Sonnenverhältnissen und Richtung so 17, 18, 19 Uhr Dämmerungsverhältnisse. Da gab es früher schon öfters auch mal mit guten Setups, ja, wenigstens Frame Drops. Das hast du jetzt hier gar nicht mehr, ne? Also ich habe alles maxed out, komplett. Es gibt nichts, was es noch zu aktivieren gäbe in den Settings. Ich muss mich hier vorbeiboxen, tut mir leid, Markenkollege. Und ich habe, egal an welcher Stelle der Strecke, egal in welcher Kombination, egal, immer volle Pulle KI, Maximum an FPS, nicht ein Drop oder so, also da wurde ordentlich optimiert. Mich würde mal interessieren, von euch sind sicherlich noch ein paar VR-Fahrer dabei, also Fahrer mit einem Virtual Reality Headset. Mich würde mal interessieren, ob sich die Performance dahingehend auch verbessert hat, die ja auch vorher schon top war, top, top, top. Gibt, glaube ich, keine Simulation, die so eine Top-VR-Performance schon im Vorfeld hatte. Würde mich tatsächlich mal interessieren, ob es da auch einen Fortschritt gab. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich muss gestehen, dass ich auch hin und wieder drüber nachdenke. Und für alle, die es nicht wissen, komme ich aus der absoluten VR-Welt. Also ich bin 2016 schon mit einem Oculus Developer Kit 1, das war so eine Schrankwand auf dem Kopf, Alter, bin ich schon hier rumgedoktert und bin AC gefahren, Leute. Ne? Also, und ich bin viele, viele Jahre ausschließlich VR gefahren und war ein absoluter VR-Verfechter. Ich möchte fast sagen, VR-Fanboy bis hin zu VR-Nazi, um mal die Prägnanz dieser Eingefahrenheit auch hervorzuheben, die ich da an den Tag gelegt habe. Also ich war so jemand, der gesagt hat, Monitor fahren! Nee. Oh, Schalten darf ich nicht vergessen hier beim Fahren. Es war ein No-Go für mich, es war inakzeptabel, es war auch nicht verständlich für mich, wie manche Leute, insbesondere die VR kannten und
wissen, wie immersiv VR sein kann mit einer richtig guten Brille. Und wir reden da tatsächlich von Oculus Developer Kit 1 und 2. Wir reden von der ersten Rift. Also das waren wirkliche Krücken, die ich da so, also da habe ich echt Zäune vor mir gesehen. Und da habe ich schon wirklich gesagt, es geht immersionstechnisch nicht mehr, also vom Feeling her. Dann hatte ich 2020 einen gesundheitlichen Inzident, würde ich das jetzt mal so, in der IT würde man das so nennen. Und seitdem habe ich immer so eine kleine Scheu davor gehabt, wieder für längere Zeiten auch eine VR-Brille aufzuziehen. Aber ja, um das abzuschließen, ich komme immer wieder mal so in den Gedankengang hinein, vielleicht eine MetaQuest 3 zu ordern, mal zu gucken, mal auszuprobieren, wie das denn so wäre hier. Weil ich fahre wirklich super gerne an diesem Setup hier und rede natürlich auch mit euch sehr gerne. Gerade bei der Videoproduktion ist ein Headset auf dem Kopf mit Doppel-P nicht so knorke, aber man kann es ja zum Fahren aufziehen und nach dem Fahren wieder abziehen. Ich würde es natürlich auflassen. Nein, würde ich nicht. Das ist so der Gedanke, der gerade momentan so bei mir vorherrscht. Ich würde es gerne mal austesten, einfach mal, wie viel sich auch getan hat. Also ich hatte, meine letzte VR-Experience ist mit einer HP Reverb G2 gewesen. Und ich bin der Meinung, dass die MetaQuest 3 tatsächlich noch ein Schnutz besser ist, was die Auflösung betrifft und aber auch die Bildwiederholfrequenz betrifft. Und wir haben uns hier ganz heimlich, still und leise nebenbei, währenddessen wir ein bisschen getalkt haben, auf nur, ja, ist okay, P5 vorgerobbt. Wie gesagt, im Standard-Setup hier im McLaren. Ich bin maximal begeistert wieder mal, wie geil AMS 2 einfach läuft. Es ist ohne Scheiß, es ist einfach nur maximal geil. Und ich bin kein Fanboy von irgendeiner Sim. Also ich beziehe nichts vor. Das Einzige, was ich vorziehe, ist Spaß haben und das finden, was ich gerade aktuell suche. Und wenn das Forza mal ist, dann ist das mal Forza. Und wenn es AMS 2 ist, ist es AMS 2. Und wenn es ein 24-Stunden-Rennen gibt und wir das in Le Mans Ultimate oder in A-Factor 2 fahren, dann ist es eben so. Und wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Sachen auf der Nordschleife ausprobieren will mit 99 Gegnern, ja, dann wird Race Room rausgeholt. Ja, so ist Knut, so tickt er. Und alles für den Dackel, ja. Also das hat massiv Spaß gemacht, super krasse Performance. Es geht nicht mehr, also ich kann hier nicht mehr konfigurieren, um irgendwie mal das Ding unter Stress zu stellen. Nebenbei nehme ich ja auch noch mit OBS, also komm, auf. Das war echt maximal geil, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hätte mal wieder Bock, irgendwie so ein verkürztes, so ein Zeitmulti... Zeit, ja, ja, Knut, richtig. Zeit. Ja, so sagt man das. Zeit multipliziertes Rennen, 24-Stunden-Rennen zu fahren oder ein 12-Stunden-Rennen, irgendwie sowas wie 24 Stunden in 24 Minuten, keine Ahnung, irgend sowas in der Richtung. Wenn ihr da Bock drauf habt, auch das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und heute gibt es mal kein Großaufnahmen-Fazit. Ich bin ultra begeistert von dem neuen Update. Also wirklich, für mich ist es auch nicht irgendwie eine 1.5 noch irgendwas, sondern für mich ist es tatsächlich mindestens mal eine 1.6, wenn nicht eine 2.0. Ja, also in der Minor- und Major-Herangehensweise von Programmversion. Und somit spielt sich AMS 2 bei mir wieder an erste Stelle derzeit. Und ich, jetzt abgesehen von den... Okay, das könnten sie noch fixen. Das könnten sie tatsächlich noch wegmachen, dass man auch nach der Cooldown-Lap da mal hier in die Box reinfahren darf und nicht eine ganze Nossrunde noch fahren muss. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich gerne. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Und wenn euch geschehen, natürlich auch ein Abo, denn das kostet nichts beim lieben Knut. Und seid so gut und schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Das war's. Servus.